bin total aufgeregt, weil ich Angst habe. Und Luki, du hast ja auch schon ein Motorrad ausgesucht, oder was? Und ich habe einfach gelernt, mit dieser Angst umzugehen. Hallo, hallo. Heute mal die Begrüßung aus dem Auto. Und zwar wollten wir jetzt ganz gerne etwas für den Moritz bestellen, was ganz Besonderes. Hat was mit seinem Führerschein zu tun, den er ja bestanden hat. Also sein A1-Führerschein, Autoführerschein hat er noch nicht. Dazu fehlt ihm noch das gewisse Alter. Und die Jungs sind jetzt schon mal ausgestiegen. Mein Mann ist auch dabei. Der hat jetzt extra früher Feierabend gemacht. Also wir haben Samstag. Und er hat jetzt eine Stunde früher aufgehört, denn der Laden da hinten, der schließt dann. Und wir haben jetzt auch nur 20 Minuten Zeit, das Teil zu bestellen. Ja, bin mal gespannt. Immer alles so zwischen Tür und Angel und schnell, schnell. Ja, weil die Arbeit natürlich immer vorgeht. Aber wir freuen uns jetzt, dass wir hier sind. Das Wetter passt. Es ist richtig, richtig schön. Und es ist auch eine schöne Stadt hier. Und dazu nehme ich euch heute mit. Ich hoffe, ihr freut euch und ihr habt ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich würde sagen, los geht's. Der Liam schläft und er schnarcht. Übrigens, falls ihr das die ganze Zeit gehört habt, wie bei meinem Livestream vor ein paar Tagen auf Instagram. Er hat total geschnarcht. Und ganz viele haben gefragt, wer schnarcht denn da so? Ist das ein Hund? Oder ist es dein Mann? Dabei war das der Liam. Okay, also, ganz viel Spaß. Los geht's. Der Liam hat sich auch was ausgesucht. Spaß. Da ist er ja noch zu klein dafür. Aber voll süßes Lauflernrad. Da sind so meine Männer, also drei meiner Männer. Und um diese beiden hier geht's. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Für mich sieht das alles gleich aus. Ja, mal schauen, für welche der Moritz sich entscheidet. Ich finde bei der halt die Farben hier cooler. Es hat halt noch ein bisschen was und hier ist halt gar nichts. Sieht halt nur so aus. Aber ich glaube, der Moritz möchte eher die hier haben. Ja, naja, so ist es, ne? Geschmäcker sind halt echt verschieden. Aber er fährt ja dann damit rum. Nicht ich. Ja gut, obwohl hier ist ja auch noch was. Ja. Und Luki, du hast ja auch schon ein Motorrad ausgesucht, oder was? Meine Männer sind voll die Checker, ne? Die kennen sich halt so gut aus. Und die Mama hat keinen Plan, ne? Ich gehe nur nach dem Aussehen. Also die finde ich schon mal hässlich. Tut mir leid. Gefällt sie dir? Ja. Echt? Oh, die Farbe ist schrecklich. Ich finde sowas viel cooler hier. Die sieht natürlich auch hammermäßig aus. Richtig gut. Aber die ist zu groß für den Moritz, ne? So, Motorrad ist bestellt. Und wo war ich? Ja, ich war im Action. Meine Männer sind bei Burger King und eigentlich wollte ich nur mal gucken. Und ja, wie es so ist, ne? Wie bei Ikea. Du brauchst eigentlich nichts und kommst dann aber mit einer Tüte raus. So, ich hoffe, dass meine Männer mich jetzt gleich holen. So, während meine Männer jetzt noch in einem Motorradzubehörladen sind und sich noch ein bisschen umschauen, gönne ich mir jetzt mal einen leckeren Pfannkuchen zusammen mit dem Liam im Pfannkuchenhaus. Yeah, lecker. Oh ja. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Das war ziemlich aufregend. Vor allen Dingen, weil wir, also meine Männer und ich, verschiedene Auffassungen haben. Ich habe immer so Angst und wenn es gerade um das Thema Motorradfahren geht und so weiter. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Habt ihr da auch immer Angst um eure Lieben? Also meine Männer, die sagen immer, ja Mama, jetzt reg dich nicht so auf und es wird schon nichts passieren. Ja. Ich weiß auch nicht, ne? Naja, gut. Also, Motorrad ist jetzt auf jeden Fall bestellt. Ich war noch bei DM und habe ein paar Sachen gekauft. Kann ich euch dann auch noch zeigen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, war es ziemlich aufregend. Klar, macht man ja jetzt auch nicht alle Tage. Der Moritz hat sehr, sehr lange gespart, hat sein Kommuniongeld noch. Und ja, jetzt erfüllt er sich einen Traum. Natürlich auch mit Mamas und Papas Hilfe. Klar, aber ja, es ist dann eben auch schön, so dieses Strahlen in den Augen der Kinder zu sehen, wenn sie eben einen tollen Traum erfüllt bekommen. Ich weiß noch, mit 16 habe ich tatsächlich einen Roller bekommen, 50er. Und oh Gott, ich war so stolz, ich war so, so stolz. Und meine Eltern hatten auch Angst, logischerweise, ne? Ja, klar. Aber schreibt mir das, wie gesagt, sehr gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, ja, zeige ich euch jetzt noch die Sachen von DM und dann sehen wir uns
später oder morgen wieder. Mal gucken, wie ich zurechtkomme. Ich muss jetzt hier auch noch alles verräumen, denn es ging ja sehr früh für uns los und deswegen ist hier ein bisschen was liegen geblieben und das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Ja, wie wahrscheinlich jeder. Also dann zeige ich euch mal, was ich bei DM gekauft habe. Zum einen diese Putztücher hier für meine Brille. Es ist nämlich total nervig, wenn ich unterwegs bin. Eigentlich putze ich meine Brille ja zu Hause, aber ich habe gemerkt, dass es doch ganz sinnvoll wäre, vielleicht auch mal so ein Teilchen hier in der Handtasche zu haben. Deswegen habe ich das jetzt das erste Mal mitgenommen und dann habe ich mich unsterblich in diese wunderschönen Gläser hier verliebt. Schaut mal, wie schön die aussehen. 2,45 Euro habe ich dafür jeweils bezahlt und ich habe mir überlegt, dass ich da zum Beispiel Walnüsse reinpacke, Haselnüsse, Chia-Samen zum Beispiel fürs Frühstück dann. Ne? Kann man das dann einfach so ausschütten, gefällt mir total gut, sehen richtig schön aus, haben hier auch verschiedene Schriften drauf, einmal Oh Happy Day und einmal Think Happy, Be Happy. Ja, und davon habe ich 3 Stück gekauft und ansonsten habe ich mir mal dieses Haaröl hier mitgenommen. Ihr wisst ja, dass ich verzweifelt nach meinem Haaröl suche. Scheinbar haben sie die Verpackung geändert. Ich weiß es nicht. Ich werde euch berichten, ob die Formulierung noch die gleiche ist. Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten habe ich mir dann noch 2 Paar Strumpfhosen bei Calcedonia gekauft. Die waren im Angebot für jeweils 3 Euro anstatt 5,95 Euro. Und deswegen habe ich 2 mitgenommen. Fand ich nämlich ganz gutes Angebot. Ich mag die Strümpfe von Calcedonia sehr gerne. Genau, 3 Euro pro Stück. Und dieses Teilchen hier, das hatte ich euch in meinem TK Maxx bzw. Action Haul gezeigt. Fand ich richtig, richtig schön. Ich bin so glücklich, dass ich das mitgenommen habe. Allerdings hat es noch nicht in die Gästetoilette geschafft. Was habe ich dafür bezahlt? 15 Euro knapp. Genau, und da wollte ich ja so Handtücher reinlegen fürs Gäste-WC. Ja, aber wie gesagt, habe ich noch nicht geschafft und werde ich jetzt auch nicht schaffen. Ich muss nämlich jetzt hier erstmal weitermachen und dann sehen wir uns später wieder. Oh mein Gott, ich war beim Friseur kurz. Meine Lieben, da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Ja, wir sind jetzt wieder hier beim Motorradgeschäft. Das ging total schnell. Motorrad wurde ja bestellt. Wir haben jetzt alle Papiere erledigt und heute dürfen wir es abholen. Ich bin total aufgeregt, weil ich Angst habe. Und der Moritz freut sich riesig. Die sind jetzt gerade schon vor. Der Liam ist eingeschlafen, deshalb warte ich jetzt gerade noch einen kurzen Moment. Mein Mann, der ist auf der Arbeit, logisch, und deswegen musste ich jetzt hierher fahren und dann schauen wir mal, dass wir das Motorrad nach Hause bringen. Und vor allen Dingen, dass alles gut läuft und dass der Moritz immer heil bleibt. Ja, okay, also, los geht's. Handbremse, wichtig. So. Guck ich mal nach dem Liam. Und Moritz, bist du aufgeregt? 5,5er, denn du da... Ja, nein, ist er nicht. Er freut sich. Die Mama hat Angst. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Eieiei, ist vom Licht jetzt gerade nicht das Beste. Wartet mal, ich fahre mal die Jalousien hoch. So, das beste Wetter heute. Richtig, richtig schön. So, oh Mann. Alles erledigt. Motorrad steht jetzt hier. Der Moritz hat gerade noch spontan ein paar Freunde in der Stadt getroffen. Ist damit noch ein bisschen rumgecruised. Gecruised. Mein Gott, diese Sonne. Ja. Es war sehr aufregend und ich habe tatsächlich nach wie vor Angst. Mein Mann, der ist da etwas gechillter. Ja, weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass wir Frauen oder wir Mamas da so ein bisschen anders ticken. Ich versuche das Ganze auch
mir nicht anmerken zu lassen, denn ja, das möchte ich den Jungs natürlich auch nicht so zeigen, dass sie ja da vielleicht ein schlechtes Gefühl dafür bekommen. Und ich habe einfach gelernt, mit dieser Angst umzugehen. Aber ich denke, oder ich bin mir eigentlich fast zu 100% sicher, dass es allen Mamas da draußen so geht, dass wir einfach Angst um unsere Kinder haben. Vor allen Dingen, wenn es dann um den Führerschein geht, ja. Motorradführerschein, Autoführerschein und so weiter. Damit muss ich jetzt einfach auch umgehen. Und ich hoffe natürlich nur das Beste. Vertrauen ist da, aber nichtsdestotrotz ist eben gefährlich auf den Straßen, ne? Gar keine Frage. Aber dazu könnt ihr mir gerne euer Feedback dalassen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie das für euch so ist. Ich weiß noch, erster Schultag von Max, als er ja da in die Schule gelaufen ist, das war für mich schon so, oh mein Gott, mein Kind läuft da alleine jetzt in die Schule. Und das war nur der Anfang. Wie man sieht. Ja, man lernt eben mit allem umzugehen. Okay, meine Lieben, also die Sonne ballert mir jetzt hier gerade voll rein. Ich habe wahrscheinlich überall Schatten im Gesicht. Egal, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch eine Runde mitgenommen habe. Es war, wie gesagt, super aufregend. Und ja, Moritz, würde ich sagen, allzeit gute Fahrt, ne? Okay, also ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut und bis dann. Tschüss!